Ich atmete kühle, reine Luft. Tränen stiegen mir in die Augen. Hinter einem schimmernden Horizont schwebte der orangerote Feuerball der Sonne. Sonnig. Das war das neueste Modewort. Ich verstand jetzt, was es bedeutete. Und gerade als ich meine Hand nach dem Feuerball ausstreckte, kreischte eine Uhr. Eine Stimme dröhnte. Simulationsraum S23, Ihre Zeit ist zu Ende. Bitte begeben Sie sich zur Schnelldekompressionszone. 2 Stunden später saß ich wieder am Steuer der Succubus und ließ die Vergnügungszentren des malaiischen Archipels hinter mir. Das Nanogewebe des Pilotensessels massierte meine Muskeln. Ich beschleunigte auf vollen Dipolantrieb und durchschnitt den toten, schwarzen Ozean wie ein Albtraum die Nacht. Es stimmte nicht mehr so ganz, dass die Ozeane tot waren. Forscher kochten fantastische Chromosomensüppchen und Gencocktails. Sie züchteten, was ihnen vors Reagenzglas kam. Mächtige Riesenhaie, Delfine, sogar Urzeitgeschöpfe, die vor unglaublich langer Zeit in den Meeren gehaust hatten. Die schrecklichsten fleischfressenden Bestien aller Zeiten. Nach Lust und Laune vermischten sie die Gene und bastelten die absurdesten Kreaturen. Und sie verdienten so viele Credits mit diesem Mist, dass selbst ihre Computer Schwierigkeiten mit den hohen Zahlen bekamen. Dabei bröckelte hinter den schimmernden Titan-, Niobium- und Wolfram-Fassaden das ganze zerrüttete menschliche Dasein. Die Zahl dramatischer Unfälle mit Massen von Opfern stieg an. Amokläufer, Psychopathen, glatt gebürstete Technodealer, Hightech-Sklaventreiber, Genpuncher und andere Vollidioten tollten sich in den Habitaten und Stationen. Mein Name ist Emerald Deadeye Flint. Ich jage Beyonden. Sie sind noch da. Verstreut in den Weltmeeren. Aber jeder von ihnen ist eine potenzielle Keimzelle neuer, weltbedrohender Gefahr. Ich habe einen internationalen Auftrag, den ich mit meinen 4 Flügelpiloten, meinen sogenannten Wings, Lagrange, Piccolini, Harper und Bonham, sowie meinem Bordcomputer Sally zur Zufriedenheit der Regierungen erledige. Die Ionten waren vor 5 Jahren aus dem Nichts aufgetaucht mit dem definierten Ziel, die Spezies Mensch aus den Ozeanen zu tilgen. Ich selbst hatte eigentlich gar nichts dagegen einzuwenden, aber es brachte gute Credits in meine Kriegskasse, der Menschheit einen Aufschub zu gewähren. Seit der Vernichtung der Survival, ihres Brückenkopfes vor Australien, schlafe ich nicht mehr so gut. Meine Freundin, Hong Long, opferte damals ihr Leben, damit ich die finale Bombe platzieren konnte. Seitdem also beseitige ich die noch zappelnden Reste dieser Bedrohung. In Neopolis, der Hauptstadt der Atlantischen Föderation, hatte ich meinen letzten Auftrag. Neopolis. Überkandidelte, genetisch aufgemotzte, nanogetunte Technospießer. Sie verplempern ihr sinnloses Leben, indem sie versuchen, das optimale Polizsystem in Aqua zu errichten. Dabei immer tiefer in den Schlick von Bevormundung, Rassismus, Technogläubigkeit und Korruption versinken. Die neue Linie nennen sich die neuen Putschdemokraten, die gerade die Stadt unregierbar machen. Das bedeutet wieder endlose Diskussionen, bürokratische Akrobatik und eine labile, führungslose Armee. Nein, ich war auf dem Weg zur Tornadozone in den Ostpazifik. Dort, wo die Leute anstatt Nanorobotern Drogen schlucken, wo freies Denken auch freies Handeln hervorbringt. Ich hatte Heimweh nach all den gefährlichen Spinnern und Freaks, die dort warteten. Zuerst allerdings machte ich einen Abstecher ins argentinische Becken zu meinem Freund El Topo, dem Maulwurf, der es wie kein zweiter verstand, hinter dem Rücken der Politik heimlich die Fäden zu ziehen. Er meldete sich bei mir und raunte etwas von einem wichtigen Job, von Geheimsachen, einer wissenschaftlichen Sensation und, das war ausschlaggebend, von jeder Menge Geld, das ich mir verdienen könnte. Ich verbrachte auf Magellan einige harte Stunden im Marina's Pride, einer wüsten Arbeiterspelunke, wo ich mit Kumpels einige Asset Assassins runterkippte.
nachdem sich die Welt karussellmäßig zu drehen begann, konnte ich gerade noch aus den Augenwinkeln erkennen, wie irgendein Dreckskerl sich mit meinem Boot, der Succubus, aus der Lauge machte, dass man mir in freundlichen Gewässern das Boot unterm Hintern wegklauen könnte. Soweit hatte ich gar nicht gedacht. Immer wieder kehre ich zu meinen Anfängen zurück. Halt's Maul, Perry. Wieso? Hab doch gar nichts. Rein prophylaktisch. Ich will jetzt nichts hören von wegen... Dass dem großen Helden sein Bootchen geklaut wurde? Von ein paar gelangweilten Neo-Yuppies? Ich werde die Succubus wiederbekommen. Und dann mit ihrem Bug die Prostata des Diebes untersuchen. Immer noch hart wie Vanadium. Jetzt aber los. El Topo spendiert dir in seiner allumfassenden Großzügigkeit die Teuler, einen echten Seelenverkäufer. Melde dich bei ihm in El Topos Asylum. Licht, alter Freund. Wie war der Urlaub in der Clansunion? Oberflächensimulation, Licht, Sauerstoff, Frauen, gutes Essen, Frauen. Ich hab von deinem Missgeschick gehört. Sie haben dir die Succubus gleich nach dem Andocken gekapert. Mann, ja. Ich hol sie mir wieder. Und dann... Spaß dir. Perry hat's mir schon eindrücklich geschildert. Wie steht's an der Front? Sie werden weniger. Es gibt aber immer noch genug Bionten, um mir den Schlaf zu rauben. Vorschlag. Du bekommst von mir einen rasanten, wasserfressenden Hightech-Flitzer. Dafür brauchst du nur etwas, Biontenmüll wegzupusten, der um die Habitate schwimmt. Hast du keinen blinden 80-Jährigen, der das erledigen könnte? Du bist zu gut zu mir. Danke. Hör zu. Ich will, dass du die Teuler nimmst und draußen ein wenig nach dem Rechten siehst. Aber zuerst wirst du mit Commodore Soul sprechen. Ist so ein junger Emporkömmling vom Föderationsmilitär. Die Lage in Neopolis ist mehr als beschissen. Aber abgesehen von der Tatsache, dass dein alter Freund Admiral Cox langsam ins Abseits gerät, bahnt sich da eine interessante Entwicklung an. Sie haben was am Kochen und dazu brauchen sie dich. Soul wird dir mehr erzählen. Wenn du mit deinem Auftrag fertig bist, melde dich auf Magellan. Licht. Mein Name ist Commodore Soul. Ich bin erfreut, Sie hier zu treffen, Deadeye. Nennen Sie mich Flint, Commodore. Deadeye ist für Freunde und Todfeinde reserviert. Oh, ich hoffe, wir werden Freunde. Ich komme zur Sache. Keine Zeitverschwendung. Die politische Lage in Neopolis ist, sagen wir, unruhig. Die neue Linie, welcher ich angehöre, will Fortschritt in Technologie und Denken. Die alte Regierung blockiert nahezu alles, was frisch, gewagt und wirtschaftlich ist. Gewisse Informationen haben uns nun dazu veranlasst, ein Experiment zu starten. Mehr darf ich Ihnen nicht sagen. Dazu brauche ich Ihre Hilfe. Wie ich höre, wird auch Admiral Cox in Kürze hier eintreffen. Ich schlage daher eine Konferenz vor. Naja. Licht, Flint. Ich melde mich dann, wenn die Zeit reif ist. Vergessen Sie nicht Ihre Kreditkarte. Der kürzeste Weg zur Freundschaft. Boston Harper hier. Brauchst du deine Wings? Ich denke, das schaffe ich allein, Boston. Naja, ich gehe dann mit DeGrosh einen heben. Die hält wenigstens was aus. Du solltest mal das Boot sehen, das mir El Geizhals Topo vermacht hat. Der Koralle hat mehr Pep. Na was? Scheiß drauf, Flint. Mann, Flint! Du wieder hier? Wie der Golfstrom sickert im Norden tausende von Metern in die Tiefe und wandert klammheimlich zurück nach Florida. Ja, ein Wanderer. Und du? Scheiße, Mann. Hab da ein Problem. Mich labert da so ein scheiß Neopolis-Bübchen an. Völlig auf Lightwater. Meint, wir hätten hier ein architektonisches Problem. Meint, er müsse hier und da ein paar Torpedoschnitzereien anbringen. Stark bewaffnet? El Topos Leute haben sein Boot gescannt. Atlanta-Bomber Typ Gorgon. Von vorne recht gut zu knacken.
Ich denke, El Topo wird jemanden beauftragen, diesen hirntoten Amok-Touristen auszuschalten. Da sitzt so ein smarter Wasserbefeuchter drüben bei Magellan. Nennt sich Freeman. Schätze, du solltest mit ihm reden, ehe er dir den Job klaut. Wieso? Glaubst du, ich brauch den Job? Ist dir aufgefallen, dass dein neues Boot aussieht wie eine Wasserwanze mit Blähungen? Du solltest schnell an Credits ran. Der Typ kreuzt übrigens vor Dagama rum. Eine neue Station. Die bauen da noch. Findest du das Atemgas irgendwie dick? Naja, das Atmen fällt etwas schwer. Mein Analysator zeigt einen zu hohen Anteil an CO2. Wir haben Probleme mit den Mischungen. Trotz Helium-17 und wesentlich niedrigeren Stationsdrücken als noch vor 5 Jahren steigen die Hochdruckgesundheitsprobleme, Mikroblasen, Gelenkschmerzen, Persönlichkeitsveränderungen. Warum erfinden die Zauberer nicht etwas? Im Vertrauen. Es gibt da ein Gerücht, dass die ein ultrafeines Gas entwickelt haben. Noch leichter als Helium. Aber da ist scheinbar was schiefgelaufen. Die Wissenschaftler der Machina waren auf dem Weg nach Neopolis und hatten hier einen Zwischenstopp eingelegt. Und siehe, die Atemgasproben sind verschwunden. Gibt's das? Etliche Kisten voll von diesem neuen Gaszeugs weg. Was ist passiert? Geklaut? Wer kann damit was anfangen? Na, denk mal nach, Junge. Wer ist der Hai im Goldfischteich? Wenn du mehr wissen willst, rede mit Frog. Sie ist Lichtdesignerin und arbeitet auf Talasso. Hab gerade mit Juan geredet. Hihi, ziemlich paranoide Type, was? Hat er dich wegen dem Supergas vollgequasselt? Dachte ich mir. Aber hey, da ist was dran. Und wer könnte das Zeug geklaut haben? Mann, denk nach. Wer hat das Monopol jetzt? Die Entrox Company. Energie, Transport, Oxygen. Yeah! Und Oxygen steht für Atemgas allgemein, obwohl Sauerstoff unter unseren Druckverhältnissen ein schlimmes Gift ist. Deshalb brauchen wir neue Luft, Mann. Das Supergas ist Milliarden wert. Und du meinst also, Entrox steckt hinter dem Diebstahl? Hey, die Jungs im Florida-Golf sind kälter als die Leiche eines Politikers. Shakti ist Lagerarbeiterin bei Entrox. Sprich mit ihr. Die ist für das Beladen der Sprungschiffe verantwortlich. Sie befindet sich momentan auf Vespucci. Na, wie ist die Lage hier im argentinischen Becken? War fast 5 Jahre nicht mehr hier. Zu viele Spinner aus Neopolis. Die kommen her wegen der spektakulären Magma-Eruptionen entlang des mittelatlantischen Rückens. Dort entstehen ganze Hotelketten. Was ist das Problem? Die Typen lassen sich volllaufen, sind unseren Schnaps nicht gewohnt. Dann lassen sie den Großstädter raushängen und machen einen auf Seepferdchen-Cowboy. Jedes Wochenende läuft so ein Neopolis-Halbaffe Amok. Oder sie gefährden die Sprungschiffrouten, fahren Rennen um die Habitate, knacken Boote für Crash-Drives. Ganz Aqua kocht. Und der Deckel kann den Dampf nicht mehr halten. Flint, wo ist meine Succubus? In was für eine Schüssel hast du hier meine edlen Schaltkreise verfrachtet? Ha, meine Güte, erinnerst du dich an die Hiob, die du vor ein paar Jahren mal gefahren bist? Kurz bevor die Beyonden auftauchten? Die war schlimm. Aber diese Blechbüchse hier, hättest du Etopo nicht wenigstens nach so einer Hiob fragen können? Okay, dann zeig mal, was du kannst. Ich habe dir auf dem Trümmerhaufen einen Navigationspunkt gesetzt. Musst nur dem Pfeil folgen. Thank you.
Flint. Ein Transporter meldet Unfall mit Bionten-Einheit. Ich habe dir einen Navigationspunkt dorthin gesetzt. Beweg dich dorthin, Baby. Offensichtlich sind die Geschütze des Frachters ausgefallen. Der rauscht hier wehrlos durch das Trümmerfeld. Schätze, wir müssen ihm das abräumen, bevor der Kahn hochgeht. Anscheinend ist der Frachter-Captain zu blöd, um ein Glas Wasser umzuschmeißen. Hilf ihm eben, Flint. Transporter meldet erhebliche Störungen durch Bionten-Wrackteile innerhalb seiner Fahrtrichtung. Der Fahrer wird langsam sauer. Mach schnell, Flint. Frachterfahrer meldet zunehmende Beschädigung der Außenhülle. Lange hält er dem Trümmerbombardement nicht stand. Heimgekehrt vom Felde der Ehre. Bitte. Es war zwar nicht die Eroberung von Troja, aber der Müll ist beseitigt. Was anderes. Als Chef der Hensker Task Force wird's dich freuen. Wir haben Bionten-Alarm gegeben. Ja, yeah, auf geht's, Boss. Ich will heute unbedingt meinen Fünferfächer abfeuern. Oh, Mann. Nur keinen übertriebenen Eifer. Ich lass euch alle Röhren tauchen. Hey, unsere Torpedorohre blitzen wie das Gebiss des weißen Hais. Lass uns die Blechbüchsen knacken. Was sagst du zu den jungen Leuten, El Topo? Ganz schön wild, hä? Lass nur. Sig Leiser hat ein sonniges Gemüt. Da wartet ein Händler der Clans Union in Magellan auf euch. Ihn haben die Bionten überfallen. Er wird euch erklären, wo. Melde dich nach dem Auftrag in Vespucci. Wir haben eine Schokolade aus hochverfeinertem Insekteneiweiß und fettproduzierenden Bakterien entwickelt. Möchten Sie kosten, Sir? Ja, damit. Hört sich verführerisch an. Achten Sie auf die zarte Nussnote. Die haben wir aus südchinesischen Algen synthetisiert. Sind da auch genügend Aminobits und Vitamine drin? Natürlich. Stimmungsaufheller und Glutamathemmer ebenfalls. Gegen Angstgefühle. Ihr habt hier im argentinischen Becken wohl nicht viel Abwechslung, was? Wir müssen um jedes Lächeln kämpfen. Lächeln? Zu viel verlangt. Ich bin mit meiner Freundin Leonie aus Florida hierher gekommen. Aber ich habe jetzt schon ein butterweiches Hirn von eurer riesigen ELF-Anlage. Baby, wo liegt das Problem? Bist du dämlich oder was? Extreme Low Frequency macht willenlose Matschhirne aus den Menschen. Ach Mist, da redest du besser mit Leonie.
spachtelt auf Vespucci gerade ein chemosynthetisches Steak in diesem Neoschickladen Whitewater. Ich komm gleich zur Sache, Mann. Besser du lässt die Griffel von El Topos Jobs, du Pfeife. Ich zittere vor Angst. Wer will mich hindern? Ich. Und ich bin gerade auf Geldentzug. Da werde ich zum Herzchirurgen ohne Skalpell. Was bedeutet? Dass ich dir dein scheiß Herz mit bloßen Händen rausreiße, wenn du mir den Auftrag klauen willst. Und jetzt ist dieses Gespräch zu Ende. Mann, Flint, hab ich scheiß Blei gefrühstückt oder was? Irgendwie ist das eine lausige Nummer. Wir brauchen Jobs, Credits, Action. Keine Biontenspielchen für Senioren. Hab gehört, draußen am mittelatlantischen Rücken gibt's ab und zu einen Vulkanausbruch. Du kannst dich ja dort rumtreiben und abwarten. Scheiß drauf. Wer bezahlt mir das? Sieh zu, dass ich was vors Torpedorohr kriege, Mann. Bin ich ein verkalkter Geologe oder was? Red da lieber mit Pico. Der liest immer die neuesten Wissenschaftsmagazine. Hockt, glaube ich, auf Vespucci rum, in dieser Runterkneipe. Unser Hobby-Terrorist aus Neopolis steht unter Einfluss von Syntohol, ist offenbar Architekturstudent und bemängelt die konstruktivistische Langeweile des Habitats der Gamma. Er hat die Zieleinrichtungen seines Bootes aktiviert. Schätze, er legt bald los. Jetzt markiertes Ziel angreifen. Unser Kunde beklagt sich über die Unfähigkeit seiner Waffen gegen dein Boot. Hoffentlich verklagt er uns nicht. Mann, der Typ ist so voll wie das arktische Becken bei der Sintflut. Jetzt markiertes Ziel angreifen. Der Herr Architekt wird sauer, weil wir ihn beschießen. Das ist er nicht gewohnt. Von dem Cargo nicht mehr belästigt. Und jetzt sollten wir unsere verdienten Credits abholen. Flint, hab gehört, du bist in Einsatzgefahr. Ja. Und ich wäre glücklich, wenn einige Credits mein Konto beehren würden. Mann, bist du im Kindergarten? Du solltest wissen, dass du auf einen uralten Trick reingefallen bist. Jemand hat dich für seine eigenen Interessen eingespannt. Von mir gibt's nur Geld, wenn auch der Auftrag von mir kommt. Sorry, Junge. Salam. Oh, mein Freund Flint. Licht erhält diesen Raum. Salam auch dir. Was hast du wieder alles an Zaubermitteln anzubieten? Smartsuits mit Argon-Wärmeschutz, teleskopische Sehimplantate, neuroakustische Kommunikatoren, einen Schädel-Input, mit dem du dich bei einem unserer Dream-Server einloggen kannst. Hey, seit wann vertickst du denn Technologie? Früher warst du eher auf verrückte Luxusartikel spezialisiert. Oh, ich habe auch Spezialhochdruckhefe, mit welcher man köstliche Kuchen backen kann. Tattoos aus leuchtendem Luziferin-Pigment, holographische Mädchen der Clans-Union, Nasenspray, das dein Gehirn in bengalische Träume hüllt, Krabbelinsekten mit Zimtgeschmack, köstliche lebende Snacks. Oh, ihr Leute aus der Clans-Union seid kreative Köpfe. Sag mal, kannst du mir auch sagen, wo du Ärger mit Bionten hattest? Plage! Verfluchte, dreckfressende Schmarotzer! Ach, auf meinem Weg hierher, nach Magellan, bin ich an einem dieser Bionten-Schrottplätze vorbeigekommen. Und es war schauderhaft. Sie reorganisieren sich. Da
muss irgendwo noch eine Keimzelle am Leben gewesen sein. Sie haben mich verfolgt. Nur mit knapper Not konnte ich entkommen. Du musst dorthin aufräumen, Bruder. Schrottplätze sind meine Bestimmung. Okay, ich danke dir. Möge das Wasser um dich immer klar und leuchtend sein. Und mögen dich die Frauen verehren wie einen indischen Großmogul. Mögen sie deinen Organen Erleichterung und Freude verschaffen. Von einem Raupenfahrer des Schrottplatzes. Anscheinend findet dort eine autonome Reorganisation rudimentärer Beyondenteile statt. Oder einfacher, sie erwachen zu neuem Leben. Am Navigationspunkt treffen wir ihn. Wir sollen ihn eskortieren. Mist, Mann! Ich kann die Beyonden nicht orten. Zu viel Elektromüll, Restsignaturen und so ein Dreck. Aber ich habe hier einige Geister. Wir sagen, es bewegt sich was. Aber alles bleibt unscharf. Was meinst du, Liza? Schlage vor, Harper und ich bleiben oben und scannen das Schrottfeld auf Aktivität. Wenn du Hilfe brauchst, lockt die Beyondenbrut in unsere Nähe. Wir sollten jetzt den Navigationspunkt 1 aufsuchen. Nächstes Ziel, zum markierten Objekt. Hab was! Schrottklumpen mit neuraler Aktivität.
Sichtung an neuem Navigationspunkt. Navigationspunkt 2, Flint. Vom Schrottplatzschiff. Wenn du willst, kannst du die restlichen Bionten-Teile auch abballern, ehe sie sich wieder reorganisieren. Flint, wir haben keinen Bock, im Müll zu fühlen. Das ist was für dich. Leiser und ich bleiben in der Nähe. Tölle nicht so lange rum. Dass du da bist. Wir haben's eilig. Da gibt's diese neue ELF-Funkanlage. Extreme Low Frequency. Das garantiert einerseits eine gute Kommunikation mit den Schiffen, bringt aber auch Stress mit den Bürgern. Sie behaupten, die Schwingungen machen sie verrückt und verursachen Parkinson. Ach, ich weiß ja selbst nicht. Schau dich mal in Vespucci um und rede mit Terry. Wie es aussieht, hat sich mal wieder eine bewaffnete Terroreinheit gebildet. Kommt immer häufiger vor. Ja, die Leute in Aqua werden undankbar und drehen bei der geringsten tödlichen Bedrohung durch. Ich sehe mich mal um.